Herzlich willkommen im Jahr 2023 und zum 225. Geburtstag von Donner und Reuschel. Die Perspektiven, die wir jedes Jahr für Sie präsentieren, diesmal online. Wobei ich muss sagen, Backstage haben wir heute eine ganz, ganz kleine Anzahl von Gästen. Das macht es auch für uns viel lebendiger. Insofern auch nochmal ganz herzlich willkommen hier bei uns am Ballindamm im wunderschönen Hamburg. Eben war es draußen noch sehr sonnig. Ich habe gedacht, eigentlich müssten wir auch mal nach außen schalten. Aber jetzt ist ein bisschen trübe. Genau das richtige Wetter, um sich zu Hause auf dem Sofa mal ein bisschen schlau machen zu lassen von dem, wie wir 2023 erwarten. Wir haben tolle Experten hier, wir haben tolle Künstler hier, wir haben wieder eine wahnsinnige Mischung gerade in diesem Jubiläumsjahr für Sie vorbereitet und es freut mich sehr, dass Sie unsere Gäste sind. Ja, mein Vorstandskollege Uwe Krebs, den hätte ich auch gerne heute mit dabei gehabt, aber es ist einfach deutlich einfacher in der Produktion. Ich bin ja der Sprecher des Vorstands, wenn man quasi da alleine die Moderation einer solchen Veranstaltung hat, als wenn man immer hin und her schaltet. Insofern, lieber Uwe, schöne Grüße heute nach München. Besonders freut mich heute hier aber auch live einen Gast zu haben, der mit diesem 225-jährigen Jubiläum besonders zu tun hat, nämlich Konrad Heinrich Donner. Herr von Donner ist heute hier bei uns und bei uns im Beirat lange agieren wir gemeinsam, sind in einem regelmäßigen Austausch und ich freue mich ganz besonders, lieber Herr von Donner, dass Sie heute bei uns sind. Der nächste Konrad Heinrich Donner, die nächste Generation, ist ja auch schon erwachsen und freut mich einfach, dass diese Verbindung zum Bankhaus, was ja heute durch die Fusion mit Reuschel, Donner und Reuschel heißt, dass das so gut funktioniert und wir gemeinsam schauen, was morgen erforderlich ist und was wir tun. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zeitenwende war das Wort des Jahres 2022. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das im Radio oder Fernsehen höre, ich will nicht sagen, dass ich einen Wutanfall bekomme, aber meine Stimmung wird auf jeden Fall nicht besser. Ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort Zeitenwende gleich auch für 2023 zum Wort des Jahres küren würde. Weil viel passiert, außer Ankündigungen ist nichts. Und wir haben auch gerade eine aktuelle Aussage vom Heeresinspektor Alfons Mais, der gesagt hat, die absolute Blankheit hat zugenommen. Wer sich in dieser schwierigen Situation, die ja wirklich eine große Herausforderung ist, mit diesen Themen beschäftigt, der ist schon in Sorge. Deutschland ist im internationalen Ranking eher auf dem Abwärtskurs. Linde hat den DAX verlassen. Viele große Unternehmen verlagern ihre Produktionsstätten ins Ausland. Ich habe in Bayern mit einem sehr großen Chemieunternehmen gesprochen, die seit langem auch einen Produktionsstandort in den USA haben. Und die Kapazitäten dort werden deutlich hochgefahren. BioNTech, ja, eigentlich eine gute Fügung. Ein Unternehmen in Deutschland, was im Rahmen der Corona-Pandemie mit Impfstoffen wirklich gut helfen konnte, überlegt, den Stammsitz nach Großbritannien zu verlagern. Das Ranking, ich habe es eben schon gesagt, Deutschland liegt auf Platz 18 von 21 im aktuellen Länderindex der Familienunternehmer. Mir macht das Sorge. Geschwindigkeit ist erforderlich, man muss investieren, aber rhetorische Debatten bringen uns wirklich nicht weiter. Und alles ist nichts ohne das Unternehmertum, weil die Unternehmer sichern die Zukunft unseres Landes mit Arbeitsplätzen, mit Handel und mit Dienstleistungen. Und wenn wir das aus dem Auge verlieren und meinen, das nach vorne lavieren würde uns deutlich helfen. Irgendwann muss die Zeche auch bezahlt werden. Sie wissen aus den Diskussionen der letzten Jahre, wir haben uns als Bankhaus sehr stark engagiert, was das Rufen nach der Zinswende anbetrifft. Carsten Mumm und ich waren in einem Arbeitskreis mit
hervorragenden Wirtschaftsweisen und Politikern. Mit Herrn Professor Sinn, mit Peer Steinbrück, Edmund Stoiber, Günther Oettinger, verschiedenen Finanzministern, Herrn von Bommert, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Münchner Rück. Und wir haben uns Sorge gemacht über die EZB-Zinspolitik und vor allem vor den Konsequenzen. Nebenhaushalte in Deutschland, Inflation in einem Ausmaß, was wir natürlich lange nicht kennen, was uns aber auch große Sorgen macht. Und wir werden wahrscheinlich nur auf Sicht fahren können. Jeden Tag, das ist auch die Konsequenz der Globalisierung, dreht die Erde sich schneller und alles hängt mit allem zusammen. Dies haben wir sehr stark bei den Lieferketten beobachtet. Die Unabhängigkeit von Produktion war nicht mehr gewährleistet. Deutschland hat in dieser Phase stark am Export partizipiert. Wir haben es genossen, dass wir überall Komponenten kaufen konnten und am Transport, der Veredelung verdienen konnten. Aber wir stehen vor neuen Herausforderungen. Ich glaube, dass der Bundeskanzler bei seiner Rede Anfang März letzten Jahres gar nicht bewusst war, was Zeitenwende wirklich alles bedeutet. Wir müssen aber aus dieser Situation nach vorne kommen und das geht nur mit Mut. Wir müssen Mut haben, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass wir eine vernünftige Zukunft haben. Viele junge Leute, die nach dem Abitur überlegen, was sie machen, tendieren mittlerweile dazu, neben einem Sabbatical, einem Auslandsjahr, aber am Ende des Tages auch im Ausland zu studieren und auch dort zu bleiben. In den letzten Wochen habe ich bei vielen Gesprächen von Kunden die Rückmeldung bekommen, dass ihre Kinder und Enkelkinder genau dieses tun. Wir sind aber nur so stark, wie wir uns als Standort auch den Herausforderungen von morgen stellen. Diese Fragen werden wir heute unter anderem in der Diskussion hier vor Ort haben und Sie sind mittendrin statt nur dabei. Lassen Sie mich noch ein paar Worte auch sagen zur Situation von Donner und Reuschel. Das ist auch am Jahresanfang immer wichtig, dass Sie wissen, wie geht's uns? Wir sind in den letzten Jahren sehr, sehr gut gewachsen. Wir haben neue Standorte aufgemacht in Bremen. Ich war ja, wie gesagt, gerade auch erst letztes Wochenende mit meiner Frau bei der Eiswette. Wir sind in Stuttgart mit einem sehr, sehr starken Team aufgeschlagen, in bester Lage, einem sehr wirtschaftlich starken Standort. Und wir haben uns in Düsseldorf breit gemacht. Direkt auf der KÖ 27 hat Donner Reuschel einen neuen Standort. Insofern waren wir sonst bei Ihnen zu Hause und sind nun eben auch an diesen Standorten direkt Ihre Ansprechpartner. Wenn Sie noch eine Heimat suchen, sprechen Sie uns an. Unser Team ist jederzeit bestens erreichbar. Wir haben das letzte Jahr auch genutzt, die Digitalisierung deutlich weiter voranzubringen. Die Herausforderungen dieser Zeit erfordern, dass man permanent erreichbar ist und dass man auch mit solchen Formaten zum Beispiel agieren kann. Ich bin ja sehr froh, immer noch sehr froh, dass wir quasi wie in einer weisen Vorhersehung ungefähr 6 Monate vor Pandemiebeginn unsere Digitalisierungskampagne abgeschlossen hatten und Donner Reuschel in der Cloud war. Wir Arbeitsplätze hatten und konnten alle mobil arbeiten. Ich hoffe, dass Sie es nicht spüren, aber wir sind immer noch mit weit über 90% im Homeoffice. Die Mitarbeitenden sparen sich teilweise lange An- und Abfahrtswege und die Digitalität, die wir nutzen, die hilft uns, alle Herausforderungen des Tages gut zu bewerkstelligen. Außer im Kapitalmarktbereich, da zwingt die Regulierung uns dazu, dass die Händler, die direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben, vor Ort sind und von vor Ort agieren. Aber ansonsten der persönlichen Nähe, der Erreichbarkeit für Sie
und dem gepflogenen Dialog hat das keinen Abriss getan. Wir sind ganz im Gegenteil häufig viel näher und noch persönlicher, weil sich die Kommunikationswege hervorragend etabliert haben. Wir schauen auf ein Jahr zurück, ja, in Vorbereitung des großen Geburtstags mit großen Herausforderungen in den Kapitalmärkten. Ich bin heilfroh, dass wir vor 3 Jahren angefangen haben, unsere Vermögensverwaltungskonzepte komplett zu überdenken und, man muss wirklich sagen, zu revolutionieren. Weil wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass im Aktieninvestments in der Vermögensverwaltung die Quote sehr dynamisch gesteuert werden kann. So ist auch bei einem 100% Aktieninvestment, was wir verwalten, die Aktienquote im Verlauf des letzten Jahres deutlich auch unter 50% gesunken. Wir haben die Möglichkeiten genutzt, damit eben auch den Verwerfungen der Märkte Rechnung zu tragen. Und man muss wirklich, ich werde nachher mit Satetin Yildiz und Carsten Mumm da auch noch drüber sprechen, sagen, die schwarzen Schwäne, die wir kannten, sind plötzlich in Heerscharen über die Märkte gefallen. Gerade Zinsanlagen kamen durch die Inflation und den Zinsanstieg, aber auch durch erhebliche Verwerfungen bei den Credits, das sind quasi die Kreditbewertungen der Schuldner von Anleihen. Dadurch sind erhebliche Auswirkungen entstanden bei den Anleihen und denen musste man Rechnung tragen. Wir werden also diese Herausforderungen mit den neuen Instrumenten viel, viel besser managen können, auch wenn keiner weiß, was morgen ist. Leichte politische Entscheidungen haben in diesen Zeiten auch zu überraschenden Gegenbewegungen in alle Richtungen geführt. Aber eine langfristige, vorsichtige Risikopolitik, wie wir sie fahren, hat sich gelohnt. Vor allem eben auch die Möglichkeit, diese Instrumente überhaupt nutzen zu können, was gar nicht ansonsten in der Branche etabliert ist. So eine Möglichkeit, die wir auch mit unseren Superfonds, die gerade solche Risikoinstrumente nutzen können, geschaffen haben, das ist wirklich einzigartig. Wir haben im letzten Jahr auch sehr stark an unserer Immobilienexpertise gearbeitet. Wir haben große Immobilien platziert, häufig auch, und das freut mich eigentlich am meisten, von Kunde zu Kunde. Große Projekte im hohen zweistelligen Millionenbereich wurden von uns für unsere Kunden und Freunde bewegt. Der Immobilienmarkt, es gab schon seit langem die Diskussion, die Deutsche Bundesbank hat immer geunkt und gesagt, aber das machen die seit 10 Jahren ungefähr, dass der Immobilienmarkt mal seinen Zenit erreicht hätte. Jetzt haben sie recht. Das ist wie die Crashprognosen, auch mal diejenigen, die Crashprognosen machen, auch mal irgendwann recht haben und dann sind sie die Gurus, weil sie das vorhergesehen haben. Keineswegs. Die sagen das 10 Jahre und irgendwann kommt's. Der Immobilienmarkt ist in eine gewisse Korrektur gekommen, wobei man kann ja nicht von dem Immobilienmarkt sprechen, weil der Markt eben sehr heterogen ist. Und dazu freue ich mich nachher auch nochmal mit Thomas Ronfeld von unserem Team ins Gespräch gehen zu können.